Ja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess, wollte ich jetzt sagen, genau. Majora's Mask 3D, hier sind wir wieder, immer noch in diesem Schneegebiet hier unterwegs. Vorsicht, Gorundorf, Vorsicht vor den Schneewolfos. Mhm. Die kennen wir, glaube ich, ja auch schon. Oder wenn nicht, halt auch nicht. Weiß ja nicht, was genau die sind. Ob das die hier sind? Egal. Wow. Habe ich die Goronen da jetzt frei? Moment mal. Ja doch, das sind dann wohl die Schneewolfos. Okay. Na nun, grüne Kleidung, weißt du, mein Herr, ihr seid ja vielleicht eine Waldfee. Du liebe Güte, ich heiße Dingel, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich nach meinem Alter entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage Ihnen, Dingel selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz. Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau, wir sollten Freunde werden. Ja, ja, als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich einen Sonderpreis für meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Ja, wir nehmen die von hier. Hurra! Du hast die Karte vom Pick Hibernia erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich in den Bergen besser zurecht. Der gute Fall, bla bla bla, kennen wir schon. Jederzeit bereit, Tingle, Tingle, Kulu, Lippa! Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Hatte ich nicht vor. So, da unten steht ein Gorone, wenn ich das richtig gesehen habe. Da gucken wir mal, ob wir den vielleicht befreien können. Ist das ein Gorone? Ah, wow, der ist tiefgefroren. Das ist ja wirklich ein uralter Gorone. So, wach mal auf. Bams. Okay, das bringt bei dem nichts. Hätte ich mir denken können, aber naja. Versuchen und probieren geht ja über Studieren, deswegen. Okay, halb so wild. Ja, du kannst mich mal, du gehst ja eh gleich wieder weg. Okay, das kriegen wir damit auch nicht auf, dann gehen wir weiter. In der Hoffnung, dass wir vielleicht jetzt irgendwas finden, was uns weiterhilft. Das Gorundorf. Okay, ich glaube, er friert, oder? Wow. Es ist kalt. Es ist schwer, bei dieser Kälte Wache zu halten. Möchtest du den Goronenschrein betreten? Ja. Dann öffne ich das Tor mit einem Goronenstampf. Goronenstampfer, doch, ist richtig. Ich werde es dir doch rasch wieder schließen, um nicht zu viel Kälte hineinzulassen. Also beeile dich. Bist du bereit? Das Tor ist bereits offen. Ich werde es gleich wieder schließen. Beeile dich. Ja, ich möchte noch kurz speichern, bevor ich da reingehe. So, wir sind drin. Wunderbar. Goronenschrein. Oh je. Ich wünschte, jemand würde etwas unternehmen. Oh, dieses Geschrei ist wie Donner in meinem Kopf. Sieht so aus, als ging es dir gut, trotz des Lärms. Ich fühle es in meinen Eingeweiden, das Echo hallt in meinem leeren Magen wieder. Okay, dann schauen wir mal weiter hier. Na. Okay, jetzt hat er nur genommen. Oh, da ist ja nicht mal was drin. Okay, also hier gibt es auf jeden Fall wieder die Fackeln, wie es die auch schon vorher im Gronendorf gab.
Dann müssen wir wahrscheinlich wieder einen Fackellauf machen. Schauen wir doch erstmal, woher denn dieses Geräusch überhaupt kommt. Oder auch nicht. Oh. Hier gibt es ja überhaupt nichts. Das ist ja der Wahnsinn. Das sind die Gemächer des Ältesten unseres Volkes. Hast du etwas mit ihm zu besprechen? Leider ist er abwesend. Seit der Älteste fort ist, kann sein Sohn nicht aufhören zu weinen. Ich wünschte, irgendjemand würde etwas unternehmen. Wir gehen mal gucken. Oh, das Geschrei hämmert in meinem Kopf wie ein Erdbeben. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Der Älteste brach zum Pikibernia auf, doch kam er bis jetzt nicht zurück. Sein Sohn kann seitdem nicht aufhören zu weinen. Es wird immer kälter, bald werden alle erfroren sein. Papi, Papi, mir ist kalt. Okay, das bringt nichts. Haben wir denn jetzt schon irgendein Lied, was ihn vielleicht aufmuntern könnte? Ich wollte es eigentlich... Wir versuchen es mal. Das brachte nichts. Das Lied der Befreiung vielleicht. Okay, das brachte auch nichts. Das wird wohl kaum was bringen. Ne, gucken, ob das was bringt. Nö. Dann hört unser Schatz an Musik auch bald auf, was? Okay, das funktioniert auch nicht mehr. Hm? Das wird wohl auch nichts bringen. Nein. Okay, wir haben also kein Lied, was wir ihm derzeit vorspielen können. Das ist schade, wir haben auch kein Feuer hier. Womit wir die Fackeln wieder anzünden könnten. Und da können wir wohl nur drüber, wenn wir die Goronenmaske haben. Also bislang ist unsere Expedition hier in die Berge nicht so erfolgreich. Uns fehlt auf jeden Fall noch ein Lied, was wir eben spielen können, aber ich weiß nicht welches. Gehen wir mal hier noch ein Stück runter. Wegen der großen Kälte kommt kein Nachschub mehr. Da sind alle Waren stark überteuert. Du solltest hier nichts kaufen. Gehen trotzdem mal gucken zumindest. Das ist ja ein seltener Anblick. Willkommen! 40 Rubine, 40, 80. Können wir mit dem reden? Bei dieser Kälte läufst du so dünn bekleidet herum. Du musst ja abgehärtet sein. Okay. Moment, da war noch was drin. Wieso stehen wir eigentlich dann vor dem, wenn wir da rausgehen? Okay, das... Wir können hier drin noch nichts benutzen. Hoppla. Die wollte ich eigentlich wieder anziehen. Okay. Okay, Feuer haben wir hier wirklich auch absolut nichts. Das ist ärgerlich, aber war vorherzusehen.
Gibt es denn hier noch irgendwelche Goronen? Danke, dass du vorbeischaust. Zu meinen Kunden zählen ausschließlich Goronen. Es tut mir leid, aber ich verhandle nur mit Goronen. Das ist eine Vorschrift der Deku-Handelskammer. Da kann ich nichts machen. Ich weiß, das ist dämlich. Okay. Wir brauchen also auf jeden Fall diese vermaledeite Maske der Goronen. Und uns, wahrscheinlich brauchen wir vorher ein Lied. Na komm, du kannst mich mal. Okay, hier war nur er, der uns das Tor unten aufmacht. Aber umschauen sollten wir uns halt trotzdem mal gut. Ah, guck mal. Oh. Schuhu! So treffen wir uns wieder, Feenkind. Waren dir meine Statuen von Nutzen? Es sieht so aus, als würde in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in diesem Land mehr erblühen können. Ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt vom ewigen Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir, willst du weitergehen? Ja. Schuhu, viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun erheben und auf den Schrein zufliegen. Folge mir. Doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten, dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit, so folge mir nach. WTF? Okay. Oh, wow. Okay, die bleiben liegen in der Luft. Das ist gut zu wissen. Das war nicht so gut. Es scheint, als stünde es nichts gut um dich. Schuhu, verzage nicht, noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. Doch lass dich nicht von Ungeduld ergreifen. Sie vergiftet dein Herz mit brennender Unruhe. Willst du es noch einmal wagen? Sehr gut, ich fliege auf den Schrein zu. Folge mir nach. Ja, ja, komm. Okay, das war ja gerade eigentlich auch schon mal gar nicht schlecht. Wir waren ja eigentlich schon fast drüben. Oder zumindest ein gutes Stück drüben. Daher, nun ja, wir versuchen es nochmal. Boah, die sind aber breit ausgelegt. So, zack. Okay, wir müssen also aufpassen. Wir rutschen extrem stark. Oh, verdammt. Okay, müssen wir das echt so schnell hinkriegen? Wir versuchen es nochmal. Das ist mir eigentlich gerade sehr egal. Weil das ist gerade das Einzige, wo ich sehe, dass wir hier Fortschritt machen können. Wir müssen uns nur vielleicht ein bisschen mehr beeilen. Achso, ich hatte von einem der Zuschauer, ich meine Herr Eis war es, noch den Hinweis gekriegt, dass man sehr wohl die Deku-Masken-Sequenz mit A abbrechen könnte. Wenn wir die das nächste Mal benutzen, komme ich darauf nochmal zurück. Aktuell haben wir sie ja nicht mehr gebraucht. Oh, das gibt's doch nicht! Wir versuchen es nochmal. Eigentlich war das auch gerade gar nicht schlecht. Ich verstehe das gar nicht genau. Ich weiß nicht, ob es vielleicht was hilft, wenn wir die Hasenohren abnehmen. Versuch das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob der da auf der Stelle auch schon mehr beschleunigt. Das scheint mir fast so. Ja. Dann geht das ein bisschen einfacher. Okay, das ist also, er zeigt uns mit den Federn quasi auch nur den Weg, der dort quasi vor uns liegt. Tschuhu, nicht umsonst habe ich an dich geglaubt. Doch auch ab hier sollen deine Augen sich nicht täuschen lassen. Vertraue auf deine Gefühle. Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Ich ziehe mal wieder die Hasenohren an. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn da drin ist. Also erstmal kriegen wir jede Menge Bomben.
was uns ein Zeichen gibt, dass wir hier vielleicht etwas ganz Spezielles brauchen, nämlich wie wäre es mit Bomben. Und Magie scheint auch nicht gerade uninteressant zu sein. So, dann gucken wir mal, was es denn hier drin gibt. Und wir kriegen. Wir erhalten das Auge der Wahrheit. Blicke durch diese Linse, um Dinge zu sehen, die dann dem Auge sonst verborgen bleiben. Verwende es. Ja. Deswegen auch die Energie, die wir dahinter gekriegt haben. Ich leg das erstmal hier oben hin. Das Auge der Wahrheit kennen wir ja auch schon. Aus Ocarina of Time. Da halt nicht hier in so einem Gebiet, sondern was anderem. Wir versuchen mal gerade, ob man hier die Dinger vielleicht hochspringen kann oder wegspringen kann. Aha, kann man. Ob es was bringt, wird uns allerdings noch nicht offenbart. Ah, das sieht doch zumindest nach etwas aus. Oh, 50 grüne Rubine. Schön. Und da war nix. Aber hey, haben wir immerhin wieder eine gute Menge an Rubinen. So, und jetzt brauchen wir das Auge der Wahrheit, um den Weg wiederzusehen, ne? Oh, dann wäre der echt... Okay, Hasenmaske aus. Danke. So schwer ist der Weg dann tatsächlich nicht. Wow. So, hi. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Dann ziehen wir mal wieder die Hasenohren an und laufen hinterher. Zumindest das machen wir jetzt noch. Mal gucken, wo der hinläuft, ne? Lauf bitte. Beziehungsweise flieg. Aha, hier hin. Achso, brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Aua. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Ach, da unten wartet er. Auch hier laufen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Oh, das ist schlecht mit der Zeit. Das könnte jetzt ein Problem werden. Aber ich hoffe mal, dass uns der Screen noch rettet. Oder auch nicht. Okay. Weiter geht's. Oh, lass mich raten, er geht noch weiter. Wo will der denn hin mit uns? Ah, lass mich raten, der zeigt jetzt da den Weg rüber, was? Ach, den können wir jetzt auch sehen. Ah. Nein. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ich hoffe, das funktioniert trotz alledem. Ah, guckt mal. Das erklärt jetzt auch, warum wir da hoch konnten. Ich muss aber zugeben, ans Auge der Wahrheit hätte ich als letztes gedacht, dass das uns hier irgendwie weiterhilft. Na, ist das richtig? Boah, die Energie wird doch langsam knapp, was? Aber wir sind oben. Gucken wir mal, ob wir hier... Ja, wunderbar, haben wir wieder Magie voll.
Und dann würde ich sagen, ich beende die Aufnahme an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Bis dahin, tschüss!